Da drüben brauchen wir dann auch wieder einen Vampir. Die mal, naja, die sollen erstmal fertig forschen. Leichen für Vampire haben wir ja jetzt wieder genug. Sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Jetzt müssen wir nur noch den Gegner. Huch, wo haben wir denn noch ein Skelett her? Unser Kerker ist doch geschlossen. Naja, auch gut. Okay, an das Ding kommen wir noch nicht ran. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Sehr schön. Sie brauchen ein Casino. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ja, was haben wir denn gekriegt? Heilt alle Geschöpfe, na, das geben wir doch gleich mal. Eure wurden geheilt. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Jetzt blicken wir mal hier in den Dungeon. Ja, super, eine Indie-Falle. Eure Bibliothek ist zu klein. Die Indie-Falle heißt nicht umsonst Indie-Falle. Das ist nämlich wirklich die Indiana-Jones-Falle. Also ein riesiger rollender Felsbrocken. Aber ich glaube, wir gehen nicht den direkten Weg hier rein, wo die Kanonen stehen. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Oh. Da ist ein Skelett mutig. Schicken wir ihm mal Unterstützung. Nein, 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 nein. Das war super. Das war perfekt getimed. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie... Ach, Vampire können nicht über Wasser, merke ich gerade, deswegen... Macht Sinn. Vampire sind ein bisschen wasserscheu. So, box das hier mal weg. Das dürftet ihr ja hinkriegen. So, das gibt jetzt hier eine kleine Massenkarambolage. Währenddessen suche ich mal weiter das Dungeon-Herz. Casino. Na, das scheint dann in die Richtung weiterzugehen. Nehmen wir die Flagge mal weg, vernünftig. Und ziehen mal die Truppen zurück. So. So, dann. Nein, du solltest auch weg da. So. Jetzt gucken wir nämlich mal, wo das gegnerische Dungeon-Herz ist. Wir machen nämlich keinen Frontalangriff. Wir machen es so wie in der letzten Mission. Wir finden heraus, wo sich ungefähr das Herz befindet. Da ist schon mal ein gegnerisches Portal. Und wo das Portal ist, kann das Herz nicht weit sein. Es ist Zahltag. Bibliothek, ich tippe mal hier jetzt das Herz. Nein, da ist die Schatzkammer. Aber trotzdem, wenn ich von hinten her einfalle, da ist das Herz, Bingo. Also, wenn ich von hier aus mich durchgrabe. Imp. So. Lade ich direkt beim Portal. Obwohl, ich sollte mich noch nicht durchgraben. Noch nicht. Eure Wände sind verstärkt worden. Ich sollte erstmal meine Wände verstärken. Was gibt's? Es ist Zahltag. Ja, super. Ah.
kann ich ja ausnutzen und hier noch ein bisschen Gold freischaufeln. Hier drüben. Und hier drüben. So. Habe ich dazu genug Ims? Ja, habe ich. Hier ist nämlich der Wachraum. Hier patrouillieren die gegnerischen Elfen, von denen er ziemlich viele hat. Wenn ich jedoch hier direkt in sein Portal reingrabe, dann hat er weniger Chancen zu reagieren. Euer Zauberspruch heilen wurde verbessert. Ah, theoretisch kann ich meine ganzen Vampire jetzt mal trainieren schicken. Vampire sind recht stark eigentlich. Was ich ziemlich gut finde. Es sind total unabhängige Kreaturen, also sie hauen eigentlich auch nicht einfach so ab. Genauso wenig wie Skelette, aber sie sind halt etwas widerstandsfähiger als Skelette. So, ich denke mal, wir haben alle Probleme beseitigt. Es fehlt nur noch ein bisschen Training für die Magier, für die Vampire. Wenn sie nicht gerade müde sind und sich in ihre Särge legen. Ja gut, Vampire scheinen wirklich nur Schlaf zu brauchen und keine Hühnerform. Okay, einer hat sich in seinen Sack gekuschelt. Die sehen schon ziemlich bequem aus. Jedenfalls besser als das, auf was eiserne Jungfrauen schlafen. So. Lassen wir die noch ein bisschen trainieren, die Vampire. Die werden auch wohl nicht so schnell unglücklich. Ich finde das auch lustig, dass jedes Lebewesen einen eigenen Namen hat. Vampir Furor, Vampir Pogrom. Haben auch die Skelette eigentlich einen Namen? Das müsst ihr vielleicht rausfinden. Skelett. Wie? Skelett Drog. Hm. Keine Heilung vertragen. Ja, ich gehe ziemlich unsparsam mit den Heilzaubern um. Aber sei es drum. So, sobald der Vampir noch Stufe 2 erreicht hat, werde ich, denke ich mal, den Angriff vorbereiten. Das heißt, den Angriff vorbereiten, den Angriff durchführen. Vorbereitet ist ja eigentlich alles. So, ich glaube, das war das Bling, dass er Level 2 erreicht hat. Die Skelette lachen natürlich. Da fangen an zu buddeln. Komm, ich krieg's noch zwei Helfer von mir. Ein Vampir wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Ja, weil ich ihn gerade in der Hand habe, wahrscheinlich. Kein Problem, der wird gleich wieder glücklich, sobald ich ihn da reinlasse. Erdbeben hebt auch noch ein bisschen, habe ich gehört. So, los geht's. Unglückliche Vampire lassen wir kurz ausbezahlen. So, beide Kreaturen können in ihren Schlafräumen wüten. Schmold. Wollt euch Geld? Dann eben nicht. Dann kämpft ihr eben weiter. Kämpft. Und zwar ist da das Ziel.
okay. Was? Und gleich verkaufen, da kann er schon dagegen schon mal nichts machen. So. Machen sie auch nicht. Okay, fürs Erste sollte ich meine Truppen in Sicherheit bringen. Können Sie sich jetzt erstmal Geld holen? Meine Imps kann ich auch mal wieder zurückziehen. Euer Dungeon-Boden ist zu locken. Befehlt euren Geschöpfen auf und ab zu hüpfen. Das ist gut. Vampire können sich aufs Ohr hauen und... sich Geld besorgen gehen. War zwar kein erfolgreicher Angriff, aber wir haben wenigstens das Beste draus gemacht. Auch wenn ich meine Vampire irgendwie nicht glücklich kriege gerade. Na gut, dann muss halt mal der Knast weg. Ich weiß schon, was das Problem ist. Wahrscheinlich. So. Obwohl, ich habe ja hier drüben, hätte ich auch noch genug Platz. Ach, dann baue ich da drüben halt einen Kerker hin. Da ist der Kerker näher am Gegner dran.